Ja, ich habe heute ein Lied fertig. Kann ich leider nur nicht auswendig. Deswegen habe ich das Intro auf zwei große Zettel geschrieben. Oder auf zwei kleine Zettel in groß. Zurück zum Ding. Also ich habe das jetzt selber hier noch nie gemacht, was ich jetzt gleich machen werde. Ich wollte schon immer mal, mein Traum ist ja schon immer mal, Slam-Poetry zu machen. Ja? Und ich bin da noch nicht so gut, ich würde mal sagen, ich bin da noch gar nichts. Und habe jetzt mal vor, dieses neue Lied, ein Slam-Poetry-Auftakt geklemmt. Den habe ich hier auf zwei Zettel geschrieben und ihr könnt es jetzt mal bewerben. Wichtig, das Lied heißt Ein Brief an die Fiesen. In dem Lied lese ich einen Brief an die Fiesen vor. Mit Fiesen sind gemeint die, die Raubbau am Mensch, Tier und unserem Planeten betreiben. Wenn ich dir sage, meine ich nicht euch. Seit 5 Stunden fertig, ein Brief an die Fiesen. Jeder sollte ab und an etwas Gutes tun. Sich angemessen, um seinen Müll zu kümmern. Oder beim Gehen die Lichter zu löschen. Denn unser Planet nimmt reichlich Schaden. Ja, wir haben schon erdähnliche Exoplaneten entdeckt. Aber wollt ihr auf einer Supererde leben, die nur aus einem Ozean besteht? Oder die so groß ist, dass nicht mal die Atmosphäre Bock hat zu bleiben? Brauchen wir den Menschen 2.0? Und wann wollen wir wie dorthin aus? Wann dern und wie lange dauert das denn und wer bestimmt eigentlich, wer gehen darf? Klingt irgendwie nicht richtig fair. Vielleicht sollten wir unseren Planeten lieber etwas schonen, ein paar Ressourcen sparen für kommende Generationen. Was werde ich sagen, wenn meine Kinder fragen? Papa, wie kam's so weit? Und Papa, wo warst du? Die einen werden sagen, wir haben genug Geld verdient. Die anderen werden sagen, wir hatten keine Zeit. Wir hatten kein Geld. Die anderen werden sagen, ihr hattet mehr als wir. Die einen werden sagen, wir hatten zwar Geld, aber keine Zeit. Die anderen werden sagen, wir hatten zwar Zeit, aber keinen Bock. Die einen werden sagen, wir hatten zwar Bock, aber kein Geld. Die anderen werden sagen, wir hatten alles und Macht. Und machten alles zu Geld. Dann gibt es Gruppen, die sagen, die sind schuld, der ist schuld, wir alle sind schuld, die Politiker sind schuld, der Kommunismus ist schuld, das Internet ist schuld, die Eltern sind schuld und der Kapitalismus ist schuld. Oder die Schuld ist dran schuld, die verzinste Schuld der Verzinsung ist schuld. Hauptsache, alles bleibt still und alle sind abgelenkt durch Brot und Spiele. Das Wichtigste bleibt halt das nächste Tor. Komm, Holle B. Jeder von uns tut das, was er am besten kann. Ich spiele jetzt endlich Gitarre. Holle B, lese endlich deinen Brief vor. Thank you.
die Welt zum Positiven hin. Bei nur Profit zählt, wird Wachstum gesehen. Hauptsache ich werd gewählt und kann das Regelwerk verdrehen. Hauptproblem unserer Welt, sie wird förmlich übersehen. Regenwälder werden gefällt, nichts Natürliches bleibt bestehen. Das, was die Welt zusammenhält, echte Natur nur im Museum. Menschenrechte werden gequält, weil nur Antworten zählen. Unwahrheiten werden erzählt und ziehen weite Kreise. Der Kapitalismus ist nicht dran.